Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Quest ist nicht mehr verfügbar, eine volle Blase, ja, toll. Kaufgriff für Athena Schäf, Quest ist nicht mehr verfügbar, ja. Wir sind jetzt hier auf. Wie ist die Insel mal? Seriphos, genau. Und die Insel ist ja nicht so groß, da kann man doch mal eben schnell schauen. Komm. Kopfgriff für Athena Schiff, ja, ich höre schon Bescheid. Feuer frei, Athena haben die. Feuer frei. Athena Anführer, Athena Soldaten, Vorratskisten. Ja, okay. Naja. Tempel der Athena. Neuer Ort entdeckt. Chora. Oh. Komm, wir machen es so, wie es eigentlich vom Logischen her besser ist. Einfach mal der Reihe nach. Aetios Haus. Eustarka-Rätsel. Da. Blauäugige Schönheit. In der Wiege der Mythen, wo die Lagune blau ist, such nach einem Loch im Stein. Denn durch diese sehe ich. Wenn die Sonne am hellsten scheint, wird der Nebel sich lichten und das Auge wird sich öffnen, um dein Geschenk zu sichten. Wo die Lagune blau ist, nach einem Loch im Stein. Okay. Schauen wir mal. Hallo. Erstmal haben wir was. Im Winter ist was Neues, aber ist es was Besseres? Von diesen Narrenkappe hier, ne. Die werde ich auf. Also behalten werde ich die nicht, aber. Wenn sie dann halt besser ist, naja. Dann setze ich sie halt auf. Oh. Ja, genau, okay. Hallo. Was genau suchst du? 1275 Holz schon wieder. Oh. Verkaufen. Mist, hätte ich besser vor der Aufnahme machen sollen. Ist jetzt auch sehr spannend. Söldner Kabu. Ja, okay, die behalte ich. Die habe ich glaube ich auch noch nicht. Ja. Und. Ne. Kaufen. Was ist das? Rennpferd. Naja. Was denn? Kein Holz? Unverschämtheit. Wenn ich etwas tun kann, sag es nur. Holz geben. Oder zumindest verkaufen. Was ist das da unten? Ist es. Ausgrabung? Nee. Oder ist es Leben? Boah, es ist grell. Hallo? Was macht ein kleines Mädchen in einer Tongrube? Oh, eine Söldnerin. Ton. Hallo Söldnerin, ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Was du für deine Freunde machst, ist sehr nett. Sie werden sich sicher freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke. Hab ich doch gesagt. Du siehst nicht aus, als könntest du dir das leisten, ehrlich gesagt. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Na, warum nicht? Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. That's... Die Perlen, von denen du sprachst, wo kann ich sie finden? Nördlich der Tongruben, in der Lagune.
Die liegen einfach so im Wasser rum, aber da sind auch ein paar große Haie. Sei bloß vorsichtig. Okay, haben wir schon. Von Haien haben wir schon ein paar Leute kennengelernt. Wo sind diese verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen? Die Mine ist auf der Wiese, westlich vom Tempel. Mal gucken, was ich finde. Okay. Wo sind deine Freunde? Die kommen bestimmt bald. Nicht mehr lange. Lauter, ich kann dich nicht hören. Ach, egal. Ich stell sie dir später vor. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Wir sehen uns dann. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldnerin. Ah, okay. Wie man Freunde findet. So. Ah, die Lagune mit den Perlen. Und... Hallo? Ah, die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Alter, wie grell das hier ist. Oh. Ah, schnell weg hier. So. Polydektes, Dictes, Lagune. Hallo. So. Ich mach mal... Ein Loch im Stein. Das Mädchen sprach. So. Das ist das Loch. Hallo. Ne. Und hoch. Warte, ich muss mal schauen. Hier. Hier. Wo die Lagune blau ist, suche nach einem Loch im Stein. Denn durch dieses sehe ich. Wenn die Sonne am hellsten scheint, wird der Nebel sich lichten, das Auge wird sich öffnen, um dein Geschenk zu sichten. Entweder ist das Loch oder ist es das Loch. Sonne am hellsten scheint. Ist doch noch was, wusste ich doch. Ja. Warum nimmt sie das nicht? Hallo? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ne, nicht da lang. Hier hoch. Da geht's noch weiter. Ach so. Suchen. Suchen. Was ist das? Ach ne, das sind die Perlen. Oh, hier ist noch eine Truhe. Was ist doch das? Schlangenstab. Cool. Das sind genug Perlen.
Warte, ich gehe jetzt mal wieder hoch. Hallo? Da war doch. Nee, nicht. Ich mal hier ernannt. Ich glaube, das ist schon hier die Lagune. So. Weil hier ist auch noch ein Loch im Stein. Was ist das? Ah. Das ist es. Zack, ein Foto. Damit andere, die suchen, das finden. So. Beziehungsweise schneller finden. Und weiter geht's. Entschuldigung. Da lang. Immer auch schon nach Holz. Nein. Waldhütte. Ich würde sagen, was machen die auf einmal? So. Das Hab und Gut eines alten Mannes. Einfach mal geklaut. So. Dann jetzt hier lang. So. Ich mag es, die Welt zu erkunden. Ich hoffe, ihr auch. Wow. Lux. Lux. Nein, jetzt geh weg da, du blöde Sau, ey. So. Mann, ey. Ah, Tempel der Athena. Und hoch. So. Ist es hier? Nein, da oben. Und zack. Erkunden wir einfach mal diese kleine Insel. Ah, da ist Eingang zur Mine. Neue Stufe. Ihr wisst, was es heißt? Nein. 35% vielleicht auf Spielstufe 5. 5. 5. 5. Schwöre Athenas Weitsicht um alle. Gerade ist um 20 Metern. Okay. Könnt mal überlegen. Wäre auch eigentlich ganz geil. 50% Kriegerschaden. Ich glaube, das wäre wirklich perfekt eigentlich für uns. Oder? Boah, ich bin gerade unentschlossen. Was ist das? Das Feuer von der Feuerstadt. Das wäre auch eigentlich ganz geil. Ah, Mist. Das ist alles cool. Komm. Hier. Ah, hier unten steht auch Fähigkeiten zurücksetzen für 710 Drachmen. Inventar. Haben wir da einen Bogen? Nö. Besseren Dolch nicht.
Die ist um 15 besser. Soldaten gegen Athena. Was? Ach, Schaden gegen. Ich habe Soldaten gegen Athena-Soldaten. Wie sieht der überhaupt aus? Cool. Egal. Hier und da. Phobos-Skin. Ich lasse den Phobos-Skin. Ich finde es einfach. Ich finde es jetzt cool mit dem Einhorn. Schiff haben wir noch nicht genug, oder? Wie viel? Es fehlen noch 120. Schön. Das gefällt mir. Da war das, oder? Feuerfrei, ja. Verlassene Minen mit den glänzenden Steinen. Meinst du mit glänzenden Steinen Obsidian? Bestimmt nicht. Oh. Würde mich zumindest wundern. Ja. Jetzt weiß ich, warum sie nicht. Nein. Feuer schlecht. Ach, die schläft weiter. Sicher. Alles voller Schlangen. Kein Wunder, dass sie nicht mehr rein möchte. Nein. Gerade wenn ich weiß, dass hier Schlangen sind, passe ich verdammt sehr stark darauf. Nein, oder? Nö. Ich bin gerade leise, weil ich hoffe, dann irgendwie Schlangen zu hören. Oh, hier hat sich wohl keiner hingetraut. Lebt die? Die lebte noch. Ach, das sind solche Dinger, okay. Nein, kann ich nicht kaputt machen. Ach, kostbare Edelsteine sind das. So. Wo? Oh. So. Da ist eine Schlange. Schlange! Und hier. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Ja, und schnell hier raus vor allem. Also nicht, dass es irgendwie Schlangen auf einmal auf uns zukommen, nur ich mag Schlangen nicht besonders. Lauf weiter. Boah, ist die langsam, ey. Schnarch. Lauf schneller, Mädel. Ich geh jetzt mal hier hin. Obwohl. Ne, das können wir noch machen, wenn wir zurückkommen. Erstmal hier runter. Davon ist Holz, wenn ich es richtig sehe. Ja. Da ist Holz. Holzte mal. Sonst denn nichts. Psaros. Pyrkos. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten?
Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja. Oh oh. Egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Oh Gott. Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber oh oh. Ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Oh oh. Sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein. Und ein paar wilde Pilze. Wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher, die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe. Und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Oh. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, dass die Hexe das selbst möchte, aber ich möchte mal gerne wissen. Ich hoffe, ich kann mich später entscheiden. Schön. Ich besorge die Zutaten für deinen Liebestrank. Der beste Wein ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer, wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Wo finde ich diese wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Das ist sowas für eine Falle. Von wie sie gelacht, wie sie geredet hat. Ja. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Das ist sowas von eine Falle. Weil ich glaube, die Hexe möchte selbst was zu nehmen. Ich bin Söldnerin, ich kann es besser gebrauchen. Saros Pyrgos. Das wird. Hoffentlich geht's gut. Weil ich befürchte, dass diese Pilze giftige Pilze sind. Oder vielleicht einfach nur Pilze, die sie irgendwie gaga machen. So. Zack. Piratenbucht. So. Hier sind viele Wachen. Oh. Hallo. Ja, mein Gott, scheiß drauf. Ah.
So. Wo ist noch einer? Ja, ich bin nicht gewachsen, ich habe auch riesen Angst. Zeig dich mir bitte nicht, denn ich bin erschüttert vor Angst. Ach hier! Oh ja, ist das schön. Hier. Mehr Wein ist nicht übrig? Sonst wurde schon alles geplündert. Alt, was offen haben sie alles versoffen. Achso, aufheben. Jo. Na, lauf schon. So. Das ist nichts. Das da vorne könnte sein, ja. So. Ja. Ein bisschen Holz währenddessen sammeln. Das ist das Lager. Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Tja. Hoffentlich kennen sie sich einigermaßen mit Pilzen aus, sodass sie sagen kann, dass es Giftpilze oder sowas sind. Lagerhaus der Hafenbehörde. Gut. Lager der Hafenbehörde. Dann suche ich mal nach diesen Pilzen. Hallo. Ja, ein Gift. Wie ich es befürchtet habe. Es ist sowas von ein Gift. Auf unserer Seite? Ne, auf der anderen Seite. Ich hoffe, es sieht niemand. Dass es jemand gesehen hat. Schön. Hallo. Zack. So. Auch. Hallo. Ah, mein Gott. Ah, gib mal Schild her. Schade, dass ich nicht alles kaputt machen kann. So, und zack. Wein und wilde Pilze, das war alles. Ich sollte jetzt zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Ich habe gerade gelesen, ich sollte wohl zum Märchen und zur Hexe am Tempel. So. Ich hoffe, dem Mädchen passiert nichts, nur weil ich so
questgierig bin. Ich hoffe wirklich, wir können das umändern. So. Hier ist alles, was du wolltest. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Nein. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. Och. Ah. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ein äußerst schlechtes Gefühl. Was ist das denn? Achso, weil es von mir ist. Gut. Ich warte mal eben. Erstmal zum kleinen Mädchen zurück. So. Ja, genau, das kleine Mädchen mit ihren Freunden. Ich befürchte, sie hat einen kleinen Schlag weg. Oder imaginäre Freunde. Oder ganz spezielle Freunde. Ich will ja nicht sofort irgendwie jemanden in ein Loch schubsen oder eine Schublade stecken. Das Mädchen und ihre Freunde. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Lieben Freunde. Du, Matteo, steck das nicht in dein Haar. Du siehst albern aus. Sag ich doch. Söldnerin, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dumme Söldnerin, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Die sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Das weiß ich ja, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldnerin. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten. Und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldnerin. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kind. Nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Boah, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön. Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Das gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldnerin. Du bist die Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kind. Ich wollte dir nicht das Herz brechen, auch wenn die Wahrheit gut für dich wäre. Was? Oh. Toll. Wie man emotional
emotionale Szene erstmal zerstört. Erstmal Lux reinjagen. Toll! Tja. Wie Prometheus. Nur, dass er halt die Macht hatte und die Menschen wirklich zum Leben erwecken konnte. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Ist es eine Folgequest? Bitte. Ah, apropos nochmal sehen. Ich wollte ja unbedingt nochmal nach Kifalinia zurück. Weil ja diese Krankheit ausgebrochen ist. Dank uns. Weil ich zu viel helfen wollte. Naja. Aber erstmal wieder warten auf die Nacht. Triff die verliebte Frau und sprich mit ihr. Noch eine Sache, wo ich ein schlechtes Gefühl habe. Ich hoffe wirklich, dass alles gut mit ihr läuft. Ich hoffe es wirklich. Warte, habe ich noch was Neues für ein Inventar? Für das Inventar? Hallo? Jetzt hat. Das ist besser. Vergoldete Sense, wie sieht die denn aus? Ich glaube, die behalte ich auch. Packe ich bei mir im Schiff rein. Kriegerschaden, Attentatsschaden. Komm, drum, scheiß drauf. Schlechter. Entschuldigung. So. Was kann ich für dich tun? Einmal. Den wollte ich behalten. Die wäre schlechter, das war wieder besser. So. 4 besser, 17 besser, dann verkaufe ich die schon mal. Holz hat er immer noch nicht, oder? Oh, doch. Ich glaube sogar genug. Um einiges genug, glaube ich sogar. Um den Rumpf 100%ig aufzubessern. Zack. Was ist das? Ägyptisches Pferd, Phobos-Skin. Vertragen auch die unwitterlichsten. Ja, scheiß drauf. Zack. Möge Hermes deine Schritte leichter. Ja, Inventar. Damit das wegkommt. Hier war es nicht. Da war es auch nicht. Ne. Hier war es. Raufballstiefel. Schön. Das war schlechter. Okay. Schiff, genau. Rumpf. 50% Schiffszustand, 50% mehr Schiffspanzerung und viel, ja. Schön. Als nächstes würde ich Rüstung der Besatzung gehen. Da freue ich jetzt einfach nur noch das. Okay. Hier ist mal darauf. Dann gehe ich auf Rampsporn oder worauf. Ne, dann gehe ich auf Pfeile und Schwurfspeere. Danach hier hoch, dann auf Feuer, dann das und dann ganz zum Schluss das. Hab ich schon wieder jemanden besseren? Nö, oder? Nö. Galionsfigur nicht dazu bekommen? Nö. Gut. So. Ich hab jetzt gehofft, dass ich jetzt ein kleines Achievement bekomme. Ey! Lass los! Dann versuchen wir es mal. Oh oh. Was? Ich wusste es. Söldnerin! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht!
Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Hm. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Wusste ich's doch. Sie hat mich getäuscht. Aetios hat sie gewählt. Er hat mich nicht mal richtig angesehen. Warum hast du das gemacht? Aetios kann nur der meine sein. Ich bin es, den er am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Ida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Wenn wir sie so nicht töten konnten, dann töte ich sie gleich einfach so. Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Blöde Kuh. Das heißt Alchemie, nicht Alchemie. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren. Töte sie, Söldnerin! Mach ich auch. Du bist verrückt. Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Glaubst du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldnerin, tu doch was! Boah, das ist schwierig. Ich töte dich oder machen sie ist eine Hexe? Ich weiß nicht, wie es... Ist es die Zeit, wo Hexen auch gefürchtet werden? Wenn... Okay, ich mache jetzt Wachen, sie ist eine Hexe. Wenn das nicht funktioniert, töte ich sie sowieso. Wachen, hier ist eine Hexe unter uns. Was soll das denn? Die Söldnerin sagt die Wahrheit. Seht, was sie mir angetan hat. Sie hat mich vergiftet und entstellt. Ihr müsst mir helfen. Passt bloß auf, Söldnerin. Ich hol mir deinen Kopf. Was hast du gesagt? Ein Kopf? Ich kenne sie mein ganzes Leben. Sie ist eine Hexe. Das hört sie ist eine Hexe? Das hört halt einiges. Hallo? Vielen Dank, Söldnerin. Für alles. Ja. Vielen Dank, Söldnerin. Alles. Mit ihm kann ich nicht sprechen? Hey, da ist deine Geliebte. Vielen Dank, Söldnerin. Für alles. Leute, sie ist tot. Leute. Weißt du was? Ich mach mir den Spaß. So, tschüss. So. Warte, so war das? Nein? Hallo? So. Hexen hat man verbrannt.
Schmor in der Hölle. Das habe ich aber jetzt nicht gesehen. Sowas in meiner Gegenwart, also. Okay, das reicht. Und nochmal zum Sicht zu gehen. Einmal ins Meer. Ich möchte mal gerne wissen, wie ich denn eine Leiche werfen kann. So. Entschuldigung, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen nervig, aber ich möchte das jetzt unbedingt machen. Wie dumm ist die? Oh, ich weiß, dass die gegenüber von mir eine Söldnerin ist. Komm, egal, scheiß drauf. Hm. Hallo. So. Stirb. Ah, das ist auch schön. Das habe ich noch nicht gewusst, dass da jemand spielt. Erstmal hier. Lagern. Hexenstab. Schlangenstab packe ich erstmal hier rein. 55. Warte. Da muss ich erstmal was ändern. Ja. Nein, nicht Fähigkeiten. Inventar. Da und hier. Hexenstab. Lagern. Schwere Klinge. Söldnerkapuze und das. Das mache ich auch mal, was stört mich ein bisschen mit dem mechanischen. Das war's. Genau, jetzt müsste ich mal schauen, dass ich mal Schwerter und so weiter mal ausnehme. Bereit zum Segeln! So. Weiter geht's. Die Insel haben wir jetzt eigentlich, oder? Ja. Bei Chaos wollte ich nochmal eben kurz vorbeischauen und mir diesen vom Kult jemanden den holen. Argolis gehe ich noch nicht hin. Ich gehe jetzt mal hier hin. Dann gehe ich da hin und dann gehe ich zu Chaos rüber. Dann gehe ich hier und dann gehe ich sofort da und da hin. Und Enter. Ich möchte es nicht machen, aber es ist eine Aufgabe. Mist. Kalkidischer Helm. Sieht auch ganz schön aus. Und hier.
Ja. Ja, 6 Holz, mein Gott. Hä? Was ist jetzt los? Hallo? So. Ah, ist doch schön.